Moin Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alien Isolation. Wir möchten gerne mal, wow, ist das wieder laut, das Spiel beenden dieses Mal. Wie immer eigentlich schon seit 10.000 Folgen. Aber ich hoffe, dass wir es in der übernächsten Folge beenden werden. Ich weiß nicht, ob es in dieser Folge schon schafft. Kommt sich darauf an, wie lange ich diese Folge machen werde. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Denn das Problem ist, ich glaube, gleich kommt das Alien wieder. Und ich konnte den letzten Mal auch nicht wirklich entgehen. Es kommt nämlich relativ direkt vor mir in die Fresse. Und ja, ihr seht schon, wie ich dem Ganzen entgegengehen will. Wenn es jetzt nämlich kommt, werfe ich dem einfach einen dicken Molly ins Fresse. Jetzt muss es abhauen. Und jetzt haben wir nämlich ein Problem. Und jetzt müssen wir ganz schnell hier ran. Und wir müssen den Code herausfinden. Ich meine, das letzte Mal hatte ich den schon, aber ich wusste nicht mehr genau, wie er ist, oder? 1984. Das müssen wir nämlich hier eingeben und dann weiß ich noch nicht mehr genau, was wir damit machen müssen. 1984. Nimm. Na, mal gucken, ja, pass auf. Blitzt hier so behindert rum. Mach. Ja. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wow, bitte noch langsamer. Da sabbert es gerade runter, oder? Oder ist das das Wasser? Hä? Ich bin verwirrt. Oh Gott, es läuft schon da vorne rum. Haben wir noch Flares? Warte mal. Medkit auf jeden Fall reinknallen. Haben wir noch Flares? Ich weiß nicht, wo sind die Flares? Ja, 3 Stück. Sehen wir überhaupt nicht, wir sehen hier gar nichts. Station verlassen. Bin noch dabei. Ist das richtig oder ist das falsch? Ist nur eine verkackte abgeschlossene Tür, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir aufschneiden. Oh Gott, ich glaube, das Alien ist in diese scheiß Richtung gegangen. Das kann gefährlich werden. Go! Hör nur ich es? Oder hört ihr es auch? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich auch immer vorhin so Soundprobleme hatte. Letztes Mal war es eigentlich viel zu laut. Gut, das weiß ich wieso, weil der Pegel auf 100% war. Aber dieses Mal, warum dann auf einmal das Mikrofon so leise ist? Keine Ahnung. Und das spielt vor allem so mega krass laut in der Aufnahme. Haben wir nämlich 2 Testaufnahmen vorhin gemacht und alles übertrieben, übersteuert. Vom Spielsound her alles voll. Kein Wort konnte man verstehen. Jetzt leider auch die Counter-Strike-Folge und die Arma. Folge so ein bisschen Potato geworden, weil die auch so mega laut ist. Aber egal. Aber die kann man auch reingucken. Sind wir vorbeigelaufen? Bescheuert? Ich meine, das war abgeschlossen, oder? Wir sind schon richtig. Oh, Flammenwerfer! Flammenwerfer! Nimm's mit! Gut. Der Flammenwerfer ist richtig gut. Weil wenn das Scheißvieh jetzt kommt, können wir es auf mindestens 1 bis 2 Mal sogar wegschicken. Oh, speichern! Speichern! War da was? Ne, alles cool. Ich hab's schon wieder gehört. Macht hier Pock, Pock, Pock. Das läuft hier auf jeden Fall rum. Aber wo müssen wir denn lang, wenn die Scheißtüren hier alle verschlossen sind? Willst du mich verarschen? Oh, Flammenwerfer. Ach, guck mal. Ah, okay, ja, okay. Wir müssen hier durchklettern. Okay. Gecheckt. Ein bisschen Bubble vor dem Viech jetzt zum Ende hin. Wird es einem bestimmt nochmal ordentlich auf den Sack gehen, ne? Okay, hier ist ein Hockeytisch. Oh, ich mag Air Hockey. Ich würde gerne Air Hockey spielen. Oh, lass mich raten, das Ding darf ich aktivieren.
nicht funktionsbereit? Wieso? Oh! 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 Ja? Wo geht's denn jetzt? Warte mal, hey, wir müssen hier in die Ecke. Irgendwas trampelt doch schon wieder über mir rum. Das klingt gar nicht so lustig. Hä, oh Gott, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Wieso ist das immer noch so geplinkelt, als wenn ich das benutzen könnte? Ich kann es gar nicht benutzen, der will mich voll verarschen. Die Tür ist jetzt aufgegangen, ich muss jetzt da rein. Anderes wäre doch völlig sinnfrei. Aber der, hä, wozu habe ich die Tür dann aufgemacht? Verstehe ich nicht. Hä? Wo muss ich lang? Hier doch nur wüsste, vielleicht irgendwie ist so ein scheiß Gang wieder eine Tür aufgegangen. Oh, ich habe jetzt gespeichert. Ich will einfach nur mal erstmal rennen und gucken, wo ich weitergehen muss. Das Viech wird jetzt kommen, weil ich hier durch die Gänge heize. Na, hier ist ja alles kaputt. Aber ich müsste doch irgendwie nach links oder was. Das kann doch gar nicht anders sein. Aber warum habe ich da vorne die Tür aufgemacht? Für was? Ah, für den Raum. Okay. Hat das gar nicht interessiert? Hau rein! Ja, jetzt muss ich darüber und diesen Scheiß-Generator starten, wa? Oh, fuck my life. Nicht cool, gar nicht cool. Überhaupt nicht cool. Okay, ich verballer gerade meine komplette Flammenwerfer-Scheiße. Das war jetzt echt behindert. Das war richtig behindert. Das war auch echt unnötig. Wenn ich jetzt sterbe, kriege ich echt einen Anfall. Und ich habe nichts mehr. Ja, GZ. Mann, was soll ich da machen? Alter, geht mir das scheiß Vieh auf. Jetzt am liebsten echt. Es ist. Wir waren es schon los. Wieso kommt es wieder? Und wieder und wieder. Gibt so viele Viecher mittlerweile davon, ne? Vielleicht nicht mehr lustig. Okay. Wir müssen jetzt raus. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Das heißt, wir. Muss ich verarschen? Oder hatten wir das nicht? Das haben wir jetzt schon aktiviert, oder? Ja. Lol. Kann man eigentlich Molly noch bauen? Ja, wir können noch Molly bauen. Auch nicht jetzt. Wir haben noch Flammenwerfer. Aber zur Not. Zur Not haben wir uns noch einen Molly bauen. Folgt das Viech mich? Kann ja jetzt nicht einfach hier auftauchen, oder? Ich glaube, es ist hinter mir.
Oh ja. Schneller, 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 aber nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ich glaube, ich darf sogar aufrecht gehen. Ich glaube, jetzt kommt es so oder so. Ja, das ist gescriptet. Oh, wow, da kann man auch... Man muss sogar auf dieses scheiß Script-Ende warten, ey. Der erste Flammenstoß war völlig für den Arsch, weil der doch voll eine Animation versteckte. Den nicht. Kann man das speichern? Nee. Wir haben zweimal Flammenwerfer daneben geschossen. Würde ich ungern speichern. Lass mich in Ruhe. Kommt's hier rein? Warte. Oh, scheiße. Das hat's jetzt gesehen. Burn. Alter, wieso reicht das nicht? So behindi. Ich weiß nicht, wenn es jetzt wiederkommt, ich habe keine Munition mehr. Das ist schon wieder dieselbe, komplett eins zu eins dieselbe verkackte Situation, wie gerade eben. Station evakuieren. Dies ist keine Lösung. Musik macht das auch nicht besser, ey. Wow. Oh, genau jetzt kommst du wieder runter. Komm bitte geh. Komm bitte geh. Komm nicht hier rein. Komm nicht hier rein. Nein, wieso? Verflicktes Arschlochvieh. Ich war komplett leise. Klar, jetzt gehst du auf einmal da rein, weil du sonst keine Hobbys hast, mein dummes Kackvieh. Nein, gleich sieht's mich eh. Das ist so gescriptet, das geht gar nicht anders. Einfach nur warten, bis das scheiß Skript zu Ende ist und dann den scheiß Flammenwerfer dem dummen Vieh ins Gesicht knallen. Ja, weil jetzt geht's nämlich da hoch, kommt jetzt gleich von hinten, damit es da vorne steht, während ich da vorne bin. Ey, das ist so dämlich. Okay. Ich habe keine großen Ressourcen verbraucht, außer einer gammeligen Leuchtfackel. Die kann man hier mal speichern. Jetzt kommst du nämlich von da vorne. Und jetzt. Zu spät, oder was? Oder zu früh oder zu spät, ey. Verkackte Scheiße. Wo geht's hier nochmal raus? Bin ich bescheuert? Ja, töt mich mal bitte. Ich möchte das gerne nochmal machen. Ich habe nämlich Munition verbraucht. Ich nämlich verdammt nochmal brauche, weil du am Ende wieder kommst und dann nur rumnervst. Gottdämliches Alien, ey. Ich hatte gesagt, am Ende kommen nochmal echt so Stellen, wo es dir richtig auf den Sack gehen wird. Na, warte, wir müssten jetzt da vorne hingehen und da wird es mir auf jeden Fall auf den Nerv gehen. Deswegen nehmen wir den Flammenwerfer.
Und jetzt? Ja, jetzt. Warum reicht das denn nicht? Sind wir, glaube ich, bei weniger Flammenwerfermunition als zuvor. Wenn mich nicht irre. Weiß nicht, ob man das irgendwie besser regeln kann, von daher speichere ich jetzt einfach. Oh, bitte warten. Wieso denn jetzt bitte warten? Willst du dich verarschen? Hm. Ist auch keine... Ist auch sonst keine Probleme. Wozu brauchen wir eigentlich die Rauchgranaten? Keine Ahnung. Werfen wir mal einen da hinten. Vielleicht geht das dumme Kack hier dahin. Stabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ganz ruhig jetzt. Ah, okay, du bist auf einmal wieder hier vorne. Warum das? Okay, nicht aufrecht gehen, oder? Tu mal einfach mal dem scheiß Vieh den Gefallen und gehen nicht aufrecht. Vor mir. Vor mir. Ja, warum auch nicht vor mir? Kann ich auch nicht. Ich muss da lang. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, aber es kommt doch trotzdem noch. Was, wozu sind diese Scheißdinger denn da? Station evakuieren. Dies ist... Alter. Ich habe keinen verdammten Flammenwerfer. Und wenn das Ding permanent vor meinem Gesicht droppt, wo liegt da die Logik? Achso, ich muss es nochmal abfackeln. Okay. Na ja, gut, dann chillen wir jetzt. Stimmt, weil bitte warten schon. Versuchen wir das jetzt nochmal irgendwie ressourcenschonend auch zu organisieren. Animation. Animation zu Ende. Schöne 78 geburnt. Interessiert dem Viech nicht. Interessiert dich einfach nicht, ne? Nö. Warum auch? Ja, unter 68 kannst du vergessen. Und jetzt sagt er wieder, bitte warten. Das ist schade. Ja, sagt er auch. Am Ende willst du mich echt nur in den Wahnsinn treiben, habe ich das Gefühl. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Und du machst es auch nicht besser. Station verlassen. Station verlassen. Was du nicht sagst. Wo ist es denn jetzt? Ich habe gerade keinen Schimmer. Drüben. Oh, jetzt kommt es mir entgegen. Warum kommt es mir jetzt entgegen? Was soll ich denn jetzt machen schon wieder? Verzieh dich! Was ist das? Ach so, jetzt ist es weggegangen. Es musste mir erst zweimal burnen und es musste mir auch nochmal Damage machen, ne? Warum auch nicht? Nicht, ob das eine gute Idee ist, aber was? Anders geht's nicht. Und er wird vielleicht irgendwo eine Stunde in der Ecke hocken. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt habe ich wieder gleich das Problem, dass es wieder gleich wieder hinter mir steht. Mir auf den Sack geht, sobald ich das Ding da aktiviert habe. Was machst du denn, wenn du jetzt keine Ressourcen mehr hast? Ist das Spiel dann vorbei, weil du kommst ja nicht mehr weg? Wenn jetzt hier reinkommt, kriege ich auch einen Anfall. Kehren Sie nach der Evakuierung. Wenn er jetzt reinkommt, lass mich töten. Zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Oh Gott. Ja, es hat mich gesehen. Ne, es hat mich nicht gesehen, nur so zur Hälfte. Jetzt hat es mich erst richtig gesehen. Oh Mann. Warst du doch nicht früher so zickig? Warum bist du jetzt so zickig? Warum mache ich irgendwas anders jetzt? Ich meine, gut, ich bewege mich mehr, aber
Du weißt ja eh, dass ich hier bin. Jetzt droppst du gleich hinter mir, wenn ich hier noch stehe. Das ist nett. Also auf, gleich droppt es hinter mir. Spätestens wenn das Ding hier durch ist. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. Ich habe schon vorher gesehen, dass man das Ding aktivieren wird, ey. Wieso? Mein letzter Versuch. Wenn jetzt nicht alles gut geht, dann habe ich Pech. Alter, hier drin kann ich gar nichts gegen das Viech machen. Was jetzt kommt, bin ich im Arsch. Sevastopol, Diane Verlaine von der Torrent hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Okay. Oh, Alter, jetzt geht's noch heute, oder was? Oder war's das jetzt endlich? Ja, jetzt zum Ende hin, das war echt... Ah! Oh, ausrasten können! Wow. Jetzt habe ich das Gefühl, das Mikrofon übersteuert wieder total. Ermöglichen Sie der Torrents das Andocken? Nö, es geht noch weiter. Klar geht's noch weiter, warum auch nicht? Station evakuieren. Dies ist ja, wir sind wenigstens weiter. Sollen wir jetzt eine lange Folge machen und damit einfach beenden? Ich denke, wir machen jetzt hier nochmal Pause. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das hier noch geht. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann gibt's im nächsten Mal das Finale von, ich wollte schon sagen, The Evil Within. Nein, das kommt noch. Alien Isolation. Bis dann.